Schönen guten Morgen, ihr Lieben, da sind wir wieder am 1. Mai. Diesmal, genau, 2011 hier in Ensheim zum Anfang unseres diesjährigen Flughafenfestes mit Tag der offenen Tür natürlich. Genau. Durch die offene Tür sind wir schon heute rein. Da war ja keine. Zweimal durch. Sind wir schon zweimal durch, ja. Und einmal raus. Und hier ist es, wie ihr seht, ja schon hinter uns voll der Bär los. Ja, ja. Der DJ, der probt schon mal, der hat sogar eine eigene Gangway heute. Ja, und die Potzilei, die ist auch schon auch da, ja, ganz vertreten hier mit auf dem Platz. Mit Lotz. Ja. Ja, hier toll. Ja, genau, mit Lotz ist da hinter uns. Ja, ja, genau. Da sieht man ihn, genau, Lotz. Und auch der alte Herr Lotz, ja. Ich kannte mal jemanden. Und die Bundeswehr. Die Bundeswehr da hinten, das ist unser Arbeitgeber. Das ist dein Arbeitgeber. Ja, genau. Ganz bestimmt. Du musst da nicht mehr, Gott sei Dank, hast das hinter dir. Ja. So, das ist auch besser so. Ja, dann werden wir mal schauen. Unseren Rundflug haben wir diesmal schon gebucht. Ja. Diesmal nicht mit der Kuh. Aber mal mit dem M. Mit dem MB. Das ist vielleicht das Embryo, was aus der Kuh entstanden ist. Wahrscheinlich. Wo? Oh, da passiert was da vorne. Nein, hoffentlich nicht. Ja, die geht. Da müssen wir gleich mal die Luxemburger noch filmen, weil Kevin ist ja an Bord. Ja, Kevin ist da. Genau. Oh, ein Fahrrad. Ich bin gleich ab. So, der erste Rundflug ist weg, ist gestartet. Mal gucken, ob er das übersteht. Ja. Und dann heute Nachmittag. Wir lassen ja immer welche vorfliegen. Wir lassen immer welche vorfliegen, wie man das so bei herrschaftlichen Familien natürlich immer so tut, ja. Und dann werden wir es dann heute irgendwann heute Mittag, dann heute Nachmittag. Mal ausprobieren. Dann ob es dann auch noch geht, ja. Ja. So, da hinten haben wir schon die Glocke gehört. Die Jugendverkehrsschule ist auch gleich nebenan. Auch sehr, sehr interessanter Programmpunkt, wie ich finde. Ja, vor allen Dingen mit Luftverkehr. Ja, ja, also man soll ja auch rechts von links bei Wolke 7 haben. Ja, das bringen ja die Porzellisten, wahrscheinlich die Luftfahrtporzellisten, wenn sie richtig bei. Vielleicht fragen wir die dann nachher einfach mal. Ja. Ayo. Ayo. So, gleich wieder zum Interview. Schönen guten Morgen. Hier bei schön, Jonas TV. Der hat den Rundflug überlebt. Hey, der war echt gut gewesen. Wir haben jetzt gerade schon erstaunt festgestellt, das, was die geschrieben haben, dass man unterwegs die Maschinen tauscht, hat so nicht stattgefunden. Nee, ich weiß es. Also, war es zu windig zum Ruderklettern? Ja, es war halt. Wobei, jetzt war ich gar nicht windig gewesen. Von daher ging das eigentlich ganz super. Also. Ja. Hast du die Tür denn mal aufgekriegt? Ja, also der Wind, also wir sind ja nicht so schnell geflogen, also vielleicht 200 Knoten. Wie ist denn das Wetter über dem Saarland? Letztes Mal warst du über Handy, nämlich der Wetterbericht und wir haben irgendwo ein blaues Auge entdeckt. Es war ein bisschen diesig, aber ansonsten ziemlich heute wolkenlos. Du musst wahrscheinlich eine Wolke suchen, oder? Ja, es war relativ wolkenlos. Und wo geht's denn lang? Es ging über Neunkirchen, Saarlouis, Saarschleife, Trier. Und wo, an welcher Seite die Saarschleife? Dreimal rumgeflogen. An welcher Seite? Beiden Seiten. Auf beiden Seiten, okay. Gut, das haben wir auch noch vor uns. Und dann melden Klingt wir uns halt an Bord gleich wieder, genau. Okay, dann mal viel Spaß, also war echt gut. Schwerpunkt des diesjährigen Flughafenfestes sind Drehflügler. Wer will, kann bereits im Terminal die ersten Flugminuten buchen und unter Anleitung eines Piloten sein Können am Simulator erweitern. Und am besten bleibst du gleich da. Okay, dann kann ich unseren Piloten mitgeben, der heißt auch Peter. Ah, gut, Peter und Peter. Peter und Peter. Ja. Noch ein Blick des Fluglehrers und die richtigen Einstellungen am PC und los kann es gehen. Ein eigenes Programm sorgt hier für die Darstellung einer echten Perspektive während des Fluges.
Wer es lieber real probieren möchte, hat bei den zahlreich angebotenen Rundflügen dazu die Gelegenheit. Abheben und davonschweben. Für 39 Euro eine Platzrunde von 6 Minuten, allerdings auch kein billiges Vergnügen. Ist diese Hundeverkehrsschule. Ja, genau. Das ist das, was die Deutschen am allerbesten können. Schreien. Ja, genau. Mit dem R. Diego, aus! Platz! Diego! Ja! Also ohne Schutz geht das ganz schön weh. Der feine Unterschied. Was meint denn Ihr Hund dazu? Den lässt das völlig kalt, oder? Ja, der guckt sich die Sache halt mal an. Guck mal, ne? Der ist ja schon ganz an. Der ist ja sehr anhänglich. Das merkt sich für das Wuschelmikrofon. Ist das ein Männchen oder ein Weibchen? Weiß ich nicht. Ist ein Männchen, dann ist mein Wuschel. Dann ist sein Mikro vielleicht ein Weibchen. Ich wusste nämlich noch gar nicht, ob es ein Männchen oder ein Weibchen ist. Jetzt haben wir es endlich mal rausgefunden. Ausgang A, Entschuldigung. Danke. Warum ist das Ding da oben drauf? Wir haben gerade festgestellt, dass es weiblich ist. Weil ein männlicher Hund hat nach ihm verlangt. Draußen. Ich wusste es nie, ob es männlich oder weiblich ist. Jetzt habe ich das Geheimnis gelüftet. Nee, das Ding da. Ja, das Ding ist ein Zwelch. Was? Ein Zwelch. Aha. Ein Tier heißt ein Zwelch. Kennst du es nicht? Zwelch? Nee. Nie gehört? Nee. Das heißt ein Zwelch. Das, hab ich das ist windabweisend. Es mag keinen Wind, deshalb. Es erkältet sich sonst. Ach so, ja. Und jetzt fliegen wir endlich mal wieder mit der Luxemburg. Jedes Jahr am 1. Mai. Wir machen unsere Mai-Tour. Mit der ich bin auch schon am 21. September. Die Air Berlin testet. Ja, das war ja war das 2009 oder so. Wo das Fest im September war. Genau. Ah, ich hab Besuch. Airport Geburtstag. Hey. Da tust du dir weh, ja? So, da stehen wir wieder hier. Ja. Letzte Woche sind wir noch nach Palma. Oder waren wir da drüben? Und heute fliegen wir nach? Nach Rundflug. Nach Saarbrücken? Nee, nach Rundflug steht da drauf. Für uns steht nun die Embraer 145 von Luxair bereit für unsere Langstrecke von Saarbrücken nach Saarbrücken. Währenddessen erkunden Fallschirmspringer das, was wir uns schon immer gefragt haben. Wo liegt eigentlich Rundflug? Vielleicht ein Vorort von dieser Bus endet hier? So, wir sitzen jetzt tatsächlich in der MB. Ja, in der MB. Hast du schon Haare entdeckt? Nein. Die gibt es also wirklich doch nur bei der Kuh, oder? Ja. Ja. Ist auch die Kuh. Ist auch die Kuh. Ja, die Kuh ist immer haarig. Ja, ja. Hinter dir ist ein Engine. Siehst du den Engine? Ja, mit Krampf im Rücken, ja. Mit Krampf im Rücken dann doch. Es wird gehen gerade. Vielen Dank.
Osten, wo wir dann auch in ein, zwei Minuten sein werden. Und dann drehen wir links nach Saruyama. Da ist ja Fukushima. Ja, ja. Ja. Der nimmt uns aus. Aber immerhin, es gibt Bordservice. Ja. Vielleicht gibt es sogar was Warmes. Wir kriegen jetzt ein Lunch. Genau. Das kannst du gar nicht so schnell essen. Nee. Vor allem bei der Schwerelosigkeit hier auf diesem Arabeflug. Thank you.
flashende Leuchtzeichen erloschen ist. Seien Sie vorsichtig beim Öffnen der Gepäckfächer und achten Sie darauf, dass Sie nichts an Bord vergessen. Flugkapitän Collingwood und seine Besatzung hoffen, Sie hatten einen angenehmen Aufenthalt an Bord und wünschen Ihnen noch ganz viel Spaß auf dem Flugfeld. Nach diesem schönen Rundflug und so ist natürlich wieder Stärkung mit einer saarländischen Spezialität. Das hat man euch letztes Jahr gar nicht gewürdigt, richtig. Und am letzten Video lohnt sich hinzufliegen, Schwenker. Ja. Natürlich. Jonas, erzähl doch mal einen Schwank, was dann nehmen. Ich schwenke gerne. Hier ist immer der Mensch denkt, ey. Gott lenkt, der Mensch denkt, der Saarländer schwenkt. Ajo. Ajo. Genau so. Kann man die Flasche noch sehen? Nee, also ist er weg. Ist er verschwunden, was man nicht sieht, das ist nicht da. So, hier haben wir wieder unsere beliebte Hüftburg, die Air Berlin Kinderbetreuung. Ja. Ja. Ja, 37. Komm, oder 37. Ja. Ja. Komm, dann gehen wir jetzt mal hin. Ja. So, hier ist die Kinderbetreuung von der Air Berlin, unser neues zukünftiges Transportmittel. Ja, weil wir mal ein A380 haben, kann man das hinten vor der Aft-Galley gut aufbauen, würde ich sagen. Was gibt's denn bei euch Gutes? Keine Schokolade, hier ist zu warm heute. Nee, aber leckere Gummibärchen. Mit lecker Gummibärchen. Ja. Och, dürfen die Reporter auch ein Gummibärchen haben? Das schaffen wir doch gleich mal zu, oder? Ja, natürlich. Freundlich, immer bei uns freundlich. Ja, das ist ja logisch. Ist ja auch Evelyn. So, Esther und Daniel kennen wir ja schon. Ja. Also diversen Luxemburg-Trips und so weiter. Genau. Ja, hier auf unserem eigenen Kanal. Was macht ihr heute hier auf diesem Stand? Was seid ihr? Wir sind die Flughafenfreunde Saarbrücken. Wir sind ein Stammtisch und machen Werbung für Saarbrücken, für den Flughafen. Stammtisch, das sieht das aber gar nicht so aus wie so ein Stammtisch. Nein, das öffnen wir uns. Bei einem Stammtisch gibt es ja eigentlich immer Bier. Ja. Ja, oder was also andere leckere Sachen. Hier gibt es Parkscheiben, Flugpläne, Safety Cards, einen großen Laptop mit schönen Flugzeugbildern. Die habt ihr wahrscheinlich alle selber gemacht. Ja? Und so einige Gutes mehr. Ja. Zum Stammtisch treffen wir uns ja nur, um diese schönen Sachen, die wir hier machen, vorzubereiten. Wir können dir auch Flughafenführungen anbieten, die wir durchführen. Ist das ein Verein jetzt? Noch nicht, nein. Wir sind ein Stammtisch. Aber ihr seid hier mit einem richtig professionellen Messestand. Dank Hilfe der diversen Firmen, zum Beispiel der Air Berlin, der Luxair und des Flughafens. Schade, dieses Jahr findet keine Flugverführung statt. Ob aus Sicherheitsgründen, aufgrund des kleinen Missgeschicks im Jahr zuvor, wir wissen es nicht. Das Ausbleiben des sonst üblichen Cargo-Lux-Jumbo-Überflugs macht die Enttäuschung für viele komplett. Anstelle dessen wird uns klargemacht, wo ein Großteil unserer 10 Euro Rundflugstrafsteuer so hingeht. Nachhilfe im Bombenwerfen. Vor allen Dingen wegen der Bomb-Range, nennt sich das Abstand. Entweder wollen wir gerade übers Ziel fliegen, dann wollen wir zu dem Zeitpunkt, wenn die Bombe ankommt, schon möglichst weit weg wieder sein. Ja. Oder wir wollen gar nicht erst bis zum Ziel hinfliegen, dann wollen wir möglichst weit weg sein. Je schneller man ist, desto weiter fliegt die Bombe. Zieht mal hoch, ding, lässt sie fallen und schleudert die quasi ins Ziel. Es gibt Dive-Events, dass man im Sturzflug quasi eine Bombe abwirft. Ja, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Warum ländliche Ausschlagpunkt? Flugzeug noch 30 Kilometer sind. Das ist doch nicht schlimm, wenn da die Bombe ist. Ist richtig, aber da, wo ich die Bombe hinhaben will, ist wahrscheinlich jemand, der nicht die Bombe auf den Kopf kriegen will. Also wird er sich zu verteidigen wissen. Also will ich von der Stelle weit wegbleiben. Hoffen wir, dass es im nächsten Jahr wieder ein Kunstflugprogramm geben wird. Für einen Jahrmarkt ist uns dieser schönst gelegene Flughafen Deutschlands nun wirklich zu schade.